Das Slender Dream Team ist zurück mit dem ersten richtigen Slender-Spiel, das keine Freeware ist oder sowas, sondern von den Machern des Originals Slender, Slender The Arrival, haben Michi und Fritz schon in der Beta gespielt. Wir beiden harten Hunde, wir geben uns jetzt die Vollversion. Ja, der Kreis schließt sich. Wir haben das erste Slender Let's Play gemacht. Und jetzt und auch das letzte. Ob es das letzte ist, wahrscheinlich nicht, aber wir haben auch unsere Umgebung ein bisschen verändert. Wir haben uns jetzt gruselige Schatten, Moment, hier rum, da total unheimliche Schatten hinter uns reinprojizieren lassen, haben extra ein Beleuchtungsteam dafür, seht ihr jetzt nicht hinter der Kamera positioniert, aber so ein mit langen Arm, der die Kamera oder die Lichter gut halten kann. Richtig, egal. Wir fangen an und dann sehen wir, was passiert. So often are we guided by our devotion, our love, our affection. Affection. Sieht aus wie dein Auto. On the pulses down, paths not bargained. Einzig, was ich so richtig über das Spiel weiß, ist, dass es halt nicht mehr nur eine Karte ist. Alone, as he casts out that bedeviling gate. Das geht viel zu schnell alles. Ja. How far will it carry you? Gott um. Ah ja. Ach, wie schön. Ja, hübsch ist es. Land for sale. Da sind wir jetzt also als irgendjemand, das sieht überhaupt nicht aus wie mein Auto. Nein, es war auch hier angekommen, da gibt es wohl Land zu verkaufen und wir spielen wohl einen Hobby-Kameramann, denn der filmt scheinbar alles, was er da so erlebt. Ja, also ich das kann... Das kennt ihr vielleicht auch aus euren Home-Videos. Ich kann sprinten mit Shift, ich kann mit... Ich kann eigentlich mit STRG kriechen, stand eben am Start, passiert nichts. Mit E kann ich wohl zoomen, das geht. Und mit F Taschenlampe an- und ausmachen. Noch keine Taschenlampe. Noch nicht. Und mit Tabulator kann ich das, also das Overlay an ausmachen. Wollen wir es anlassen oder weg, ne? Hat bestimmt seinen Zweck, so allein die Batterie. Du kannst es ja zwischendurch ausmachen und dann... Okay. Ja. So, also es hat sich technisch wohl doch ein bisschen was getan gegenüber dem Slender the 8 Pages. Ist die gleiche Engine, Unity Engine. Ja. Parsec Productions, da haben wir es auch schon. Ja, so kann es meinetwegen weitergehen. Ja. Finde ich ganz gemütlich so. Wir haben ja die 8 Pages nie durchgespielt, weil wir nach der letzten Session oder so frustriert aufgegeben haben, wo wir es fast geschafft hatten und dann irgendwie keine Lust mehr hatten. Außerdem haben wir auch den Reiz am Spiel ein bisschen verloren, nachdem es uns auch so gar nicht mehr geängstigt hat. Jetzt schauen wir mal, wie es diesmal ist. Ja, die ersten 6 Folgen waren echt fies und dann irgendwann waren wir aber eher genervt. Und dann haben wir halt gedacht, na gut. Vor allem die zusätzlichen Maps, die waren alle herzlich fade und die Slender the Haunt auch. Ja. Deswegen... Oh, das auch wieder mal schön war. Ja. So, das ist jetzt noch ein bisschen schöner. Das noch, gerade die Lichtstimmung ist eigentlich ganz cool hier. Und der Grizzle-Look, ganz wichtig. Grizzle-Look, sonst funktioniert es nicht. Deswegen haben wir auch hier in der Webcam extra den Grizzle-Look. War auch schweineteuer, das einzurichten. Aber was tun wir nicht alles? Per Hand zerkratzt die Kameralinse. Na, du hast die Kamera ein paar Mal runtergeschmissen. Ja, mit der Hand. Das ist schon mal anders. Ja, wir finden uns auch, was ihr nicht wisst, in einer Blockhütte im Wald, damit es noch ein bisschen atmosphärischer ist. Oh oh. Da hören wir schon Schritte, oder? Jetzt selbst bei Tageslicht merke ich jetzt schon, dass wir eine kleine Gänsehaut bekommen. Da steht ein Jeep. Wie gehört der denn? Weiß man nicht. Ich gehe einfach mal den Weg weiter lang. Ich habe schon so ein bisschen so eine Gänsehaut, du nicht? Ich hatte eben schon, als ich blöden Schritte kam. Irgendwie allein der Name reicht bei mir schon so ein bisschen aus, dass ich so eine Erwartungshaltung habe und jetzt so ein bisschen angespannt bin. Schauen wir mal, wie das wird. Schau mal, du hast sogar einen richtig schönen Schattenwurf und siehst dich selbst, wie du dich filmst mit der Kamera. Nee, doch nicht. Hey. Ah doch, siehst du? Doch, ja, ja, schon. Spielst du eine Frau oder nur einen Langhaarigen? Oder sieht das nur so aus? Oder ein Kapuzenhaini? Das sieht ein bisschen komisch aus, ne? Ja. Naja, egal. Uns wird ja immer vorgeworfen, wir spielen so langsam. Ich habe auch gar keine Lust, ich möchte, dass es Tag bleibt. 3 Minuten sind wir schon unterwegs. Oh oh. Es wird schon dunkler, merkst du das? Mhm. Es war eben viel. Die Sonne geht langsam unter. Oh oh. Oh oh. Eigentlich sollte ja Michi an meiner Stadt hier sitzen, aber... Eigentlich sollte Michi jetzt alleine spielen. Das ist richtig. Das ist der eigentliche Plan. Ich habe mich mal wieder erbarmt. Bestimmt bereue ich's. Schon verkauft. 5, please 5, contact 5. Kate. Verzeihung. 555-7273. Na, hübsches Haus. Spielplatz dabei.
Ja, wir sind liegen geblieben im Auto, klopfen wir doch mal an. Oh. Left click and drag. Ah, das kennen wir bei aus dem Niger noch. Aber da haben die eine bessere Physik gehabt, die Türen. Das wirkt hier sehr, als hätte gar keine Masse, die Tür. Ja. Da liegt ein Rucksack. Das sieht jetzt aus wie in... Oh, ja, fängt ja schon gut an. Kennen wir doch. Wie in es fing Babyfuss. So gut an, das Spiel. Und jetzt so ein Scheiß hier. Das ist total blöd bedient. Wir wissen auch gar nichts über das Spiel. Also wir wissen nicht, ob wir was wir aufheben müssen oder ob der Slender uns jetzt schon auflauert irgendwo. Nee. Oh, guck mal nach draußen. Das ist schon ganz schön... Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Wollen wir nicht wieder einen Film gucken gehen? Taschenlampe habe ich noch nicht. Ja, von mir aus. Also dann, nee, da stehen wir jetzt doch. Beziehungsweise das Martin, soll weil nicht so lang sein, das Spiel. Beschlossen habe, dass heute nur Martin spielt. Flashlight, Batteries, extra Tapes, leider Kerosin. Lock the house. Das haben wir jetzt alles aufgehoben, oder was? Ja. Ich muss mich entschuldigen, wenn ich ab und zu husten muss. Ich bin sehr erkältet. Nee, das habe ich nicht aufgehoben. Irgendwo muss es doch sein, wenn es da hing. Doch, da stand, it's in your scrapbook. Ja, das ist diese Notiz, oder nicht? Also mit F kann ich, sagt mir, ich habe keine Taschenlampe. Ja, die musst du dir halt erstmal besorgen. Was ist hier? Honoring the life of Beth Hayes. Oh, gestorben anscheinend. Na guck, diese Items sind einfach in meinem Scrapbook. Can be viewed at a later time. Oh, da ist die Taschenlampe, guck. Ich will die gar nicht aufheben. Mach lieber gleich mal aus, da brauchen wir es jetzt noch nicht. Ja. Besser ist besser. Thanks for calling last night. Also von Kay Mylands ist diese Kate wahrscheinlich an von einem unbekannten Absender. Thanks for calling last night. It probably sounds dumb, but it was good to hear your voice again. Good to hear that Lauren's been doing really well too. But yeah, about what we all said. What always said, I'm not sure what to think of it yet. What are the odds of two people having the exact same hallucination? Could it be really a coincidence? I have to go to my... Ich lese das nicht alles vor. Da haben wohl zwei Leute die gleichen Halluzinationen gehabt. Was ein wahnsinniger Zufall wäre. Ja, und... Der geht ja zum Doktor, um zu gucken, was da los ist. Absender will den Doktor mal fragen, was der dazu sagt. Und er sagt Bescheid, wenn er was Näheres weiß. Da er es an diese Malen geschrieben hat, vielleicht haben die beiden irgendwie diese Halluzination gehabt. Er, der Absender und sie. Und die Empfängerin, die und wahrscheinlich hier wohnt. Und deswegen haben sie geredet. Gleich wieder aus. Das brauche ich jetzt genau. Das war ein Zombie-U, das hat auch schon ein paar ziemlich gruselige Stellen zwischendurch. Gab es auch eins im Kindergarten, wo dann noch so eine Spieluhr losging. Das ist halt ganz klassisch, aber es funktioniert ja trotzdem. Also da kam jetzt also jemand mit dem Auto bei dem Haus an, um was, das Haus zu kaufen, oder? Möglich, das stand zumindest zum Verkauf des Hauses. Man soll diese Kate anrufen, die ist jetzt natürlich nicht da, ein Telefon haben wir auch keins mit. Die Tür geht nicht auf. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Oh oh. Das Grisselige war aber eben einfach nur so, ne, weil es einfach ein bisschen dunkel ist. Da geht's wieder raus. Immerhin noch ein bisschen hell draußen. Gucken wir uns hier noch mal ein bisschen um. Da ist ein Telefon. Passiert aber nichts. Ah, Phone Line is dead, also keine Verbindung. Sehr schön. Boah, wenn ich mal in echt mit dem Auto liegen bleibe, will ich mich so einscheißen, weil ich jetzt hier vorher so einen Scheiß spiele. Ich bin ganz stolz auf mich, dass ich mich gerade nicht vor dem Schatten erschrocken habe. Du bewegst dich auch nicht ganz so erratisch wie sonst. Ich gebe mir Mühe. Ja. Ja, also Horrormusik kann der Hauptcharakter wohl auch ganz gut spielen. Meinst du, es ist eine Sie oder ein Er? Der Schatten sah erst aus wie eine Sie, bisschen, so, weil sie ein bisschen grazil wirkt, der Schatten. Im Original-Slender spielte man ja auch eine Frau, anscheinend. Das haben wir noch nie so wahrgenommen. Man hörte das, wenn sie... Ich war mit anderen Sachen beschäftigt, ja. Wenn sie das Keuchen anfing im Sprint. Wie blöd er das mit den Türen gemacht hat. Die obligatorischen Schwarz-Weiß-Bilder von Städten. Hm. Das soll aber nicht so sein, oder? Fernbedienung, warte mal an. Ah ne, auch Telefon. Thank you. I can't thank you enough for coming all this way to help me out. It's been a pretty rough road trying to sell this old place. I wish I'd turned to you sooner. You have no idea how happy I'll be once this is all behind me. Love you always, Kate. Aha, die kann also kaum erwarten, das Haus loszuwerden, die Kate. Oh, ist hier so schön. Ja, schon hübsch.
Ja, also jetzt, wenn ich nicht wüsste, in welchem Spiel ich bin, fände ich das vielleicht auch hübsch hier. Aber so ehrlich gesagt nicht. Ich gehe mal nach oben, oder? Na. Ja. Golfbag? Oh nee, oder? Es geht anscheinend um die Kindheit oder vergangene Zeit, wo sie halt dann irgendwie so ein bisschen Ghost Hunting gespielt haben, sind mit der Taschenlampe durch den Wald gelaufen. Ein Spaß. Bla bla bla, sorry, start rambling too much, irgendwas durchgestrichen. How long has it been again? It's been at least a couple of years. She was always kind of mean to me. Maybe she actually knew about us sneaking out all the time. Guess we'll never. Von jemandem, der CR heißt. Aber wir haben wahrscheinlich früher gerne mal im Wald gespielt mit der Taschenlampe. Würde ich auch total gern machen. Wer macht denn sowas freiwillig? Sind die alle irre? War jetzt der erste Zettel, also stand zumindest die 1 drauf. Oh, Van Gogh. Oder? Das aber kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ich wüsste es nicht. Der Stil könnte passen, aber. Van Gogh. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Das wirkt, als hätte da jemand recht hurtig sein Haus verlassen. Ja. Ich finde es eigentlich ganz cool, gerade mit dem Hut, das ist die Kameraanzeige. Ich lasse die mal weiterhin an. Wie das Spiel wohl den Schocker aufbauen wird. Ruhe. Ich meine, 2 Zettel haben wir ja jetzt eigentlich schon. Meinst du, der steht dann einfach im Haus rum? Nicht. Das ist, also was ich noch weiß, ist, dass unterschiedliche Level aufgeteilt. Oh, da war schon was. Was? Wo denn? Weiß es nicht. Fuck. Was sollte das denn gerade? Das war wahrscheinlich der erste. Gerade drüber geredet, ja. Scheiße. Scheiße, scheiße. Was mache ich denn hier überhaupt? Schlüssel, da kriegst du die Tür unten auf. Aber das ist schon sehr gemein mit der Taschenlampe. Stand da eben? Parsec Productions. Ja, irgendwas war da eben zum Benutzen oder so, was kurz aufgibt. Das Fenster. Poppt. Konntest du auch machen. Oh, meinst du, man kann über die Fenster auch ausbrechen? Ich glaube ja, wir sehen den jetzt gleich mal irgendwann. Schnauze. Irgendwann, der PWP geht nicht so schnell. Du kannst gleich spielen, wenn du hier solche tollen Vorschläge hast. Ah, das war die zum. Und die Musik fängt an. Can you see it? Oh. Oh, oh. Oh, oh yeah. Schönes Zimmer. Ich glaube, so sieht man es, wenn wir noch zu viele Slender-Folgen machen. Sieht mein Zimmer auch irgendwann so aus. Das sieht doch jetzt schon so aus. Stimmt. Wir spielen bei mir zu Hause. To the Woods. Oh, das war jetzt der erste richtige Zettel, oder? Wo stand er nicht? Kannst du denn aus dem Fenster klettern? Ja. Okay, hat eine Frau geschrien. Sehr schön. Kannst du mich bitte warnen, bevor du das Licht anmachst? Weil irgendwann wirst du das Licht anmachen und dann steht er da einfach. Und jetzt? Jetzt gehst du da links noch in die Tür rein, weil da warst du noch nicht drin. Mann, ich dachte, das Spiel ist nicht so lang. Ich dachte, steht er in der Dusche. Stehen wir schnell. Ja, ich bin jetzt wir sind ja immer noch in Minuten. Folge 1. Ja, aber es reicht mir halt jetzt schon. Wir wissen auch nicht, wie es ist, wenn man jetzt hier erwischt wird von ihm, wo man wieder ganz von vorne anfangen muss. Oder ob man quasi die Levelgrenze erreichen muss. Da warst du schon drin, Abschnitt, ne? Da warst du schon drin, oder? Schau nochmal rein, lieber. Nee. Nee, nee. Bügelzimmer. Also große Golfspieler hier anscheinend. Sehr sympathisch. Aber hässliche Bags. Ich habe schon keine Lust mehr. Ich sage das, glaube ich, ganz schön oft gerade. So, jetzt einfach raus aus dem Haus, oder? Und mal noch eine verschlossene Tür, oder? Genau, vielleicht, die Schlüssel. Vielleicht passt ja der Schlüssel da. Draußen hat vor allem eine Frau geschrien. Wohin will ich eigentlich? Ich will du musst, Hilfe. Du musst am Treppenhaus vorbei. Links, beweg dich nicht so schnell. Links, links, nein, zurück. Da und da war doch die Tür. Oder nicht? Nee, nein, Quatsch. Wo war die denn? Was redest du denn hier hinten? Ich weiß nicht mehr, wo das macht die mich noch irre. Klar. Die war's, oder? Gleich. Nee. Waren wir hier schon? Esszimmer? Ja, das war die Küche. Da waren wir auch schon. Da geht's raus. Meinst du, der traut sich ins Haus rein? Hier war das. Oh. Was? Immer noch verschlossen? Du hast wahrscheinlich nicht lesen können. Und jetzt? Oh, beweg dich nicht so schnell. Und jetzt? Jetzt weiß ich nicht. Wir wissen ja nicht, was wir tun sollen. Erstmal hart aus. Geh auch mal raus in den Wald. Die beste Idee aller Zeiten. Waren wir hier schon drin? Irgendwas.
einen Schlüssel übersehen irgendwo? Ich wusste, dass das irgendwann passiert. Dass du vor deinem eigenen Schatten erschlägst. Ja, wie in echt halt auch immer. Oh, hast du gesehen? Nee. Oder war es? Das war nur. Nee, da war nichts. War es nur das Rauschen des Windes? Ich geh mal in die Garage. Vielleicht musst du eben draußen irgendwo was. Geh mal in die Garage hier. Vielleicht gibt es hier einen Schlüssel. Oder hier ist die Tür. Es gibt doch keine Automap, oder? Nee. Vielleicht ist das die verschlossene Tür. Ach so, stimmt. Müsste auch hinkommen. Es kommt auch hin von der. Ja, siehst du mal. Von der Geografie. Boah, ja, wie fies das Auto aussieht. Daniel hat Angst vor dem Auto. Okay. Ja, und jetzt? Draußen eine Frau geschrien. Im Haus haben wir doch alles gefunden jetzt, ich oder? Ich glaube schon, ich bewege die nicht so schnell. Bewege, ja. Wird die Taschenlampe irgendwann schwächer? Jetzt hast du noch nichts verloren an Batterie. Sicher? Wird überhaupt nicht angezeigt. Doch, oben links. Ja, nee, ist die Batterie von der Kamera doch. Das ist nicht irgendwie. Ah, das ja, ist schon, das wirkt schwächer, das ist nur, weil ich jetzt draußen bin. Nicht mitgedacht. Ich glaube halt nur, wenn du draußen bist. Oh, da ist ein Zettel. Liegt vielleicht was, ja. Fuck, einen haben wir doch schon, oder? In dem Haus, zählt ihr der? Wir haben eigentlich schon zwei aus dem Haus mit einer Aufschrift. Ja, aber es war nicht diese Standard-Slender-Zettel. Was? Was? Da ist die 3. Toll. Ja, ich weiß nicht. Entschuldigung, ich muss nicht. Ich kann das immer noch nicht anschauen. Was rauscht da so? Weiß das ist doch kein Zufall. Warum hast du die Schritte eben? Ich will hier weg. Nicht so hektisch. Ist da was? Pflanzen. Bestimmt Cannabis, so wie das aussieht. Ja, das wäre jetzt ganz angenehm eigentlich. Wäre ich mir nicht so sicher. Hast du schon mal einen Horrortrip mit Gras? Das ist doch voll entspannend eigentlich. Hab da jetzt keine Meinung zu. Oh, irgendwas haben wir wohl geschafft. Ja, ne? Cool. Also den ersten Teil haben wir geschafft. Slender, The Arrival, bis jetzt ging's ja. Kann mich hier hinhocken? Ja, ich kann mich hier hinhocken. Fötalstellung. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.